Ende August 2022 hatte Delmar mit der Quattro ein neues Taucheruhrenmodell vorgestellt, das sich sprichwörtlich im Handumdrehen in unterschiedlichen Konfigurationen tragen lässt. Die Idee dahinter ist denkbar einfach. Die Uhr besteht aus zwei Teilen, nämlich einem Gehäuseinnenteil und einer Halterung fürs Band. Dadurch lässt sich die Quattro entweder an einem Edelstahlband mit Faltschließe, einem schwarzen Kautschukband mit Dornschließe oder aber als Bonus für die Taucher sogar auf einer Dekompressionstabelle unter Wasser und ohne Band montieren. Das System selber funktioniert folgendermaßen. Bei 8 Uhr verfügt die Uhr über einen Sperrmechanismus, wird der Hebel nach oben gedrückt, ist die Uhr entriegelt und kann um eine Stunde im Uhrzeigersinn nach oben gedreht werden und damit aus dem Bajonettverschluss entfernt werden. Dasselbe passiert umgekehrt natürlich genau identisch. Die Uhr kann eingesetzt werden, eine Stunde nach unten gedreht werden, der Riegel schnappt selbstständig ein. Etwas komplizierter wird es bei der Krone. Die ist vollständig versenkt bei 3 Uhr und kann entweder mit einem kleinen Werkzeug, einer Münze oder bei einem starken Fingernagel immerhin aufgeschraubt werden. Wer die Zeit einstellen will, muss den Gehäusecontainer dafür aber entfernen. Delmar bietet die Quattro in drei Zifferblattfarben an, in Schwarz, wie hier gezeigt, mit einer Lünette mit schwarzer Einlage. Dann gibt es eine blaue Zifferblattversion und eine orangene Version. Und alle drei sind wahlweise mit einer schwarzen Lünetteneinlage oder einer metallfarbenen Lünetteneinlage verfügbar. Damit steigt die Anzahl Uhren auf insgesamt 6, die gesamthaft auf 999 Exemplare limitiert sind und zu einem Listenpreis von 1.990 Franken verfügbar sind. Die Uhr selbst ist 44 mm groß, etwas über 13 mm hoch und über 230 Gramm schwer am Edelstahlband. Die Wasserdichtheit beträgt 500 Meter. Der Drehring rastet einseitig in 120 Schritten. Und wer mehr über die Quattro erfahren möchte, im Beschrieb zum Video gibt es einen Link zu einer ausführlicheren Vorstellung, inklusive ein paar Meinungen und Ansichten zum Modell. Wer Kommentare, Anregungen, Fragen hat, kann gerne jederzeit das entsprechende Feld hier dazu benutzen. Und ich freue mich über ein Like und natürlich über ein Subscribe.